Hallo, hier ist Vielfein Filea, wieder mal da mit einem Schlagkommentar. Und zwar haben wir heute ein Two-on-Two. Die Karte heißt San Ricoria und ja, das ist mit Budget von 10.000. Dann fangen wir mal mit meiner Armee an. Ich habe drei Einheiten Yari-Kavallerie, eine Einheit Katana-Kavallerie. Die werde ich erstmal versteckt lassen. Achso, ich habe sogar große Garde, zwei Einheiten. Hier habe ich meine Profi-Scherzkekse. Und dahinter habe ich eine ganze Auswahl an Lehnschwerter-Shigaru, und zwar meine gesamten Veteranen. Vorne habe ich, wie für Rush-Armeen typisch, eine Einheit Yari-Ashigaru zum Pfeilfangen oder so. Ja, hier habe ich die Schwertschwinger, die Katana-Kavallerie, die erstmal versteckt bleibt, um den Gegner nicht zu sehr in Schrecken einzujagen. Ja, und ich habe dann noch zwei Nodachi-Samurai. Hier seht ihr die Armee meines Gegners. Sie ist sehr bogenlastig. Er hat weniger Katana-Einheiten und auch weniger Kavallerie. Dafür hat er seine Einheiten schön dort im Wald auch überall versteckt. Genau, seht ihr hier. Und er ist halt weniger stark auf Kavallerie gesetzt. Naja, hier dieser Gegner, der setzt auch mehr auf eine ausgeglichene Armee. Seine Kavallerie ist zurzeit noch versteckt, aber er hat auch noch, ich glaube, ein, zwei Einheiten Yari-Kavallerie. Und ja, die Stärke seiner Armee liegt auf der Ausgewogenheit. Hier mein Teamkamerad, Mr. Aigo, 123, der YouTube-Channel hier im Link. Ja, der setzt auch eher auf eine Rush-Armee, aber er hat auch natürlich ein bisschen Bogenunterstützung. Dort hinten im Wald sind, glaube ich, zwei Einheiten große Garde versteckt. Und hier hat er natürlich sehr hoch geupgradete Katana-Samurai. Also ziemlich erfahren. Und er hat sie Red Devils genannt, nach dem alten, nach unserem alten Shogun 2-Clan. Aber naja, ich würde es lieber sehen, wenn ihr alle der Steam-Gruppe viel Feind viel eher beitreten würdet. Der Link ist auch in der Beschreibung. Denn wie ihr wisst, ich kann nicht regelmäßig spielen und deswegen ist es mir lieber, dass wir alle zusammen auf dieser Gruppe spielen können. Na, ich werde jetzt mal normal vorgehen, also normale Beschleunigung. Und ich werde euch ganz genau erklären, was ich vorhab, denn das ist ziemlich interessant, diese Schlacht. Ich habe das Problem, dass mein Gegner, jetzt nichts gegen ihn, aber er hillcampt. Und das ist jetzt kein Vorwurf. Das ist nämlich wichtig, wenn man so eine Armee hat, die bogenlastig ist, dann ist es wichtig, Hill zu campen, damit auch die Bogen so viel Schaden wie möglich anrichten. Das ist doch ganz logisch. Und zusätzlich versteckt er auch noch Einheiten dort im Wald. Also mir fällt es natürlich auf, aber naja, ich wollte nicht den Hügel von der Seite aus besteigen, von wo es die größte Steigung gibt. Also nicht von der Seite dort, sondern von der anderen. Oh je. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich unbedingt dieses Schloss mir angucken wollte. Aber es sieht echt scharf aus. Echt scharf. Gut, also dann gucken wir uns vielleicht erstmal die Schlacht zwischen unseren beiden, zwischen den beiden Teamkameraden an. Also er geht hier offensiv mit seiner Kavallerie vor, versucht irgendwie hier diesen wichtigen Punkt, dem Gegner streitig zu machen. Aber naja, es macht jetzt nicht gerade viel Sinn. Und vor allem dort ist das Bogen-Dojo. Keiner von uns beiden braucht es wirklich. Deswegen habe ich mir auch nicht die Mühe gemacht, es zu erobern. Und hätte mein Gegner sich dahin bewegt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch angegriffen. Also, naja. Also ich hatte mir gedacht, ich bewege mich nach vorne und ich werde diesen Wald als sozusagen Schutzschild für meine Einheiten benutzen. Und der Blücher-San, das ist natürlich ein ziemlich schlauer General. Der wird es seinen Männern auch so einimpfen. Und ja, den Wald als Schutzschild benutzen, das ist ziemlich effektiv. Der Bogenschützen schlecht, also die kriegen sozusagen einen Malus, wenn sie durch Bäume schießen. Und ja, deswegen werde ich den Wald dort als Schutzschild benutzen, um dann vorzurücken. Und hier, ich weiß nicht, was Mr. Aigo genau macht, aber er nimmt hier drei, vier Mann Verluste, nur um irgendwie ein bisschen für. Na, ich bin mir nicht sicher, ob sich das so gelohnt hat, irgendwie den Gegner so unter Druck zu setzen. Ich meine, seine Bogenschützen haben sich nicht bewegt, er ist nicht auf die Falle eingegangen und deswegen hat er jetzt ein paar Verluste hier erlitten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war. Aber natürlich, das ist eine gute Idee, irgendwie die Reaktivität des Gegners zu testen, gucken, ob man vielleicht ein paar Bogenschützen mitnehmen kann. Wieso nicht? Das ist eigentlich immer ganz praktisch.
hier mein Gegner, der nimmt jetzt eine Einheit Bogenschützen weg. Ich weiß jetzt nicht genau wieso, aber vielleicht findet er, dass sein Freund hier ein bisschen Unterstützung braucht. Wie gesagt, also wenn man eine Rush-Armee hat, dann muss man wirklich drauf setzen, dass der Gegner so wenig Schaden durch seine Bogen wie möglich anrichtet. Deswegen habe ich auch diesen Art Schutzschild, das sind die Yariashigaru. Ich habe diesen Schutzschild aufgestellt, damit die Bogenschützen so wenig Verluste wie möglich meinen Truppen zufügen. Und ich habe die dorthin getan, denn ihr wisst ja, die Bogenschützen, die wählen ihre Ziele automatisch aus. Und das erste Ziel ist naturgemäß das Ziel, was als erste in deren Reichweite kommt. Also insofern ist es dann die Yariashigaru. Und das ist halt wichtig bei einer Rush-Armee. Man will halt den Gegner so schnell wie möglich in Nahkampf verwickeln. Nicht vergessen, die Nahkämpfer müssen dann so wenig wie möglich belastet werden oder so wenig wie möglich geschadet werden, bevor sie überhaupt in den Nahkampf kommen. Deswegen halt die, deswegen die Yariashigaru vorne dran. Ja, mein Gegner, der versucht hier weitere Manöver mit seiner Kavallerie. Aber das ist alles wirklich ein bisschen umsonst, denn der Gegner rückt jetzt hier mit Yari Samurai auf dieses wichtige Gebäude zu. Und ich sehe auch nicht wirklich so den Sinn darin. Das ist ein bisschen gefährlich. Er verliert immer mehr Leute dadurch. Und ja. Oder vielleicht er nimmt es auch so ein bisschen als Deckung, um mit seiner eigentlichen Kavallerie dort auf der linken Flanke noch vorrücken zu können. Ah, und hier hat er es geschafft, hinter feindliche Linien zu kommen. Und er greift jetzt hier in die Bogenschützen an. Aber leider hat er so ein bisschen den guten Ansturm verpasst. Und außerdem hätte er noch mit seiner Infanterie vorrücken müssen, denn so bringt es nichts. Und seine Katana-Kavallerie wird jetzt viele Leute verlieren, bevor sie da rausspurten kann. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob dieses Manöver sich so sehr gelohnt hat. Denn der Gegner hat ja auch seine Bogenschützen schnell in außerhalb der Gefahrenreichweite gebracht. Und jetzt ist die ich meine die Katana-Kavallerie, die ist dort jetzt ganz alleine und die ist halt ziemlich in Gefahr. Also meine Kavallerie, also drei Einheiten Yari-Kavallerie, eine Einheit große Garde, die habe ich jetzt getrennt von meiner Armee, damit sie ein bisschen freier umgehen kann. Und hier weitere gute Manöver von meinem Freund. Aber ich sehe halt nicht so wirklich den Sinn darin, da das nur schwache Kavallerie ist. Und das eigentliche Ziel, das Ablenken des Gegners, das wird nicht wirklich erfüllt. Denn der reagiert natürlich auch sehr gut darauf. Er lässt sich nicht wirklich davon von seinem eigentlichen Ziel abbringen. Und das ist natürlich etwas defensiver spielen mit seinen ganzen Bogenschützen. Oh, hier verschwendet er ein paar Pfeile auf den. Auf diesen Reiter dort, der dort flüchtet. Ist auch nicht so wichtig. Also hier habe ich den Fehler gemacht, die Kavallerie von meiner eigentlichen Armee zu trennen. Und es war deswegen nicht so die gute Idee, da meine Formation viel zu breit ist und anfällig ist für, naja, Yari-Samurai, die irgendwie dazwischen funken. Und deswegen, naja, wie gesagt, stellt eure Kavallerie lieber erstmal nicht so breit auf, denn dann kann sie leicht abgefangen werden. Lieber erstmal so eine schmale Formation, aber dann, wenn es zum Angriff geht, entweder diese Keilformation oder so eine breite Linie, das bringt's. Also mein Gegner, der ist hier ein bisschen langsam im Truppenaufstellen, aber das ist ja halb so wild, er hat ja alle Zeit der Welt. Ich bewege mich jetzt, glaube ich, auch gleich langsam nach vorne. Und nutze halt diesen Wald als Schutzschild. Und sobald ich merke, meine Truppen werden beschossen, gehe ich dann auf der, gehe ich, renne ich dann los. Also, um dann die Verluste zu minimieren, die ich durch seine Bogenschützen erleide. Und außerdem, wenn man sich einer Rush-Armee gegenüber sieht, dann muss man wirklich starke Fernkämpfer haben und auch starke Abwehr. Das bedeutet, man sollte lieber auf sowas wie Naginata-Samurai sollte man setzen, die auch sehr stark im Nahkampf sind. Und auch Lundenschlosser-Shigaru oder sowas dabei haben. Und zwar Mengen davon. Denn die Moral der Angreifer muss wirklich gebrochen werden. Und das schaffen Bogenschützen einfach nicht. Deswegen eignen sie sich weniger für den Job. Ja, wie ihr seht, ich laufe jetzt langsam vor. Und ja, jetzt werden sich seine Bogenschützen auf mich einschießen. Aber durch diesen Wald in der Mitte
werden halt meine Verluste minimiert. Und da ich anstürme gegen den Gegner, den Hügel hoch, geht eigentlich sein Hügelvorteil, der wird annulliert. Denn er greift nämlich nicht an. Und der Ansturmbonus ist hier sehr wichtig, vor allem wenn man hier jetzt sowas wie Nodachi-Samurai hat. Und deswegen, der Hügelvorteil geht dann erstmal flöten, ne? Und das ist halt eine ziemlich prekäre Situation für meinen Gegner, auch weil er viele Einheiten im Wald versteckt hat. Und damit wird er auch nicht in meine Flanke angreifen, sondern wird er wird hier seine Armee auf dem Hügel wird er einfach... Ja, die wird er einfach ihrem Schicksal überlassen. Wie ihr seht, er zieht die hier weg. Und ich finde, es wäre wichtig gewesen, die irgendwie noch weiter zu schützen. Ja, hier ist irgendwie ein komischer Fehler im Spiel. Ich weiß nicht, was das genau ist. Wenn man nämlich vorrückt und dann kommt der General. Ja, und dann rennt er plötzlich los und dann findet er sich wieder ganz vorne in der Truppe. Und normalerweise läuft er ja nur. Aber dann ist er vorgerannt. Egal. Also mein Yaria-Shigaru, die zieht jetzt hier ab. Die haben gut als Pfeilfänger gedient, aber jetzt brauche ich meine Nodachi-Samurai und die Nodachi-Samurai brauchen den optimalen Ansturm. Deswegen keine Yaria-Shigaru vorne. Und hier seht ihr wieder den mörderischen Ansturm der Nodachis, auch in Banzai-Modus. Sehr, sehr effektiv. Vor allem gegen so normale Samurai ist es sehr, sehr effektiv. Also ich habe bemerkt, sie ist vor allem effektiv gegen Yari-Samurai. Oh, seht, guck mal, fast 30 Leute durch den Ansturm verloren. Heilige Scheiße. Dort ist die Flagge auch schon leicht angeknabbert. Und mein General ist natürlich ein Wagemut. Also wieder zurück zu den Nodachi-Samurai. Den größten Effekt haben sie auf Yari-Einheiten aller Art. Sowie auf, sowie auf Katana-Samurai. Aber ab Naginata-Samurai wird schwierig. Und wie ihr seht, hier mit seiner Truppenkomponente im Wald hält er halt meine große Garde davon ab, hinter seine Reihen zu kommen. Und auch hier auf dieser Seite fängt der Nahkampf an, aber da mein Freund viel stärkere Nahkampfeinheiten hat, seine Katana-Samurai, wird die Schlacht ziemlich schnell entschieden sein. Und auch seine große Garde ist ziemlich stark, deswegen wird er auch die Kavallerie des Gegners in den Flucht schlagen können. Und leider mache ich mit meiner Kavallerie nicht viel Sinnvolles, aber ich sehe, dass von dieser Komponente dort auf der Flanke, dort geht eine Gefahr aus. Deswegen werde ich meine Profi-Scherzkekse, es sind hier die Naginata Kriegermönchshelden, die werde ich dort in den Wald postieren, um mögliche Truppenbewegungen meines Gegners abzufangen, die dann in Richtung Hauptkampf hier sich bewegen. Und dann seht ihr hier ein bisschen Nahkampf-Action von meinen Nodachis und den Lehnschwerter Shigaru. Ja, wenn die Flagge dort nicht im Weg wäre. Also wie ihr seht, die feindlichen Nahkampfeinheiten, die haben nicht wirklich eine Chance gegen meine Nodachis und Lehnschwerter Shigaru. Allein weil meine Einheiten den Ansturmbonus gekriegt haben und auch erfahren sind. Und mein General ist auch noch in Wagemut, also ist das Ding eigentlich schon von vornherein entschieden. Und ich habe jetzt vergessen, dort hinten meine Katana-Kavallerie zu aktivieren, aber das ist jetzt auch halb so wild. Hier versucht mein Gegner auch noch so ein Umfassungsmanöver, aber da es nur Yari-Samurai sind, ist es nicht so effektiv. Ja, mit meiner Kavallerie, ich mache nur Dummes, denn ich lasse mich immer von seinen Yari-Samurai so abfangen. Aber ja, da muss man halt aufpassen und ein gutes Micromanagement haben, wenn man auch wirklich gut den Gegner angreifen will. Deswegen werde ich jetzt die eher unfeine Methode nehmen und einfach durch die Mitte hauen. Ja, und hoffe, dass es funktioniert. Hier auf der linken Flanke... totaler Sieg. Die Gegner sind dort zertrümmert und ich kann dann so, gleich den gegnerischen General angreifen. Und hier versuche ich mit der großen Garde einfach den Gegner zu umgehen und dort in seine Kavallerie reinzuhauen. Und wie gesagt, hier die etwas weniger feine Methode, einfach durch die Mitte hauen. Aber da die Gegner eh geschwächt sind, denke ich mal, dass es gut funktionieren wird. Auch hier mein Kamerad, der gewinnt, da er die stärkere Nahkampfinfanterie hat, sowie die stärkere Kavallerie. Und deswegen wird er jetzt auch siegen, ohne irgendwelche Hilfe von mir. Auch sehr gut gespielt von ihm. Und hier seht ihr jetzt einen wichtigen Teil. Also ich habe jetzt einen Ansturmbonus mit meinen Typen, die ja gerade seinen General vertrieben haben. Und jetzt greife ich seine letzten Katana-Einheiten auf der Seite an. Und hier, ganz wichtig, meine Bogen, Kriegermönchshelden, die werden jetzt die Gegner abfangen, weil sie einen riesigen Moralbonus, also sie haben eine riesige Moral von 45, dazu im Vergleich Katana-Kavallerie, die hat eine Moral von 12. Und das ist schon ziemlich gut.
Aber nein, die Kriegermannshelden, die haben eine Moral von 45 und das ist schon extrem. Dazu haben sie so einen riesigen Abwehrbonus. Und allein mit dieser Einheit Kriegermannshelden werde ich jetzt 3 Einheiten Yari-Samurai davon abhalten, irgendwie mir in die Flanke zu fallen. Und das nenne ich meine heroische Abwehr. Also die Profi-Scherzkekse, die sind echt ihren Namen wert. Also sie machen ihrem Namen alle Ehre. Jetzt zeige ich euch diesen Nahkampf, weil ich finde ihn einfach heroisch. Sie halten diese Yari-Samurai auf. Ihr seht, die haben angehalten, um jetzt meine Profi-Scherzkekse irgendwie anzugreifen. Und da Yari-Samurai im Angriff eher schwach sind und Naginata-Krieger, meine Helden, in der Abwehr eher stark sind, ihr werdet sehen, ich erleide kaum Verluste. Ich glaube, ich habe bisher einen Mann verloren. Und ja, jetzt zeige ich euch halt diesen Nahkampf in aller Länge. Also ich finde, das war ein heroischer Nahkampf gegen 2 Yari-Samurai-Einheiten in voller Stärke. Hat sie, meine Kriegermannshelden haben sie abgehalten und haben auch noch schwere Verluste denen zugefügt. Und ich habe auch noch mit meiner Yari-Kavallerie den General angegriffen, habe ihn vertrieben. Und jetzt flüchten die Yari-Samurai. Also ein weiterer guter Tag für meine Profi-Scherzkekse. Und auch Blücher-San ist sehr zufrieden. Steckt sein Schwert ein und hockt sich wieder hin. Also, Mission accomplished und ja, ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Dann gehen wir jetzt gleich zu den Ergebnissen. Ich habe eine neue Veteraneneinheit, Große Garde. Die nenne ich einfach Garde du Corps nach dieser legendären Leibwache Friedrichs des Großen. Naja, dann seht ihr hier die Ergebnisse. Gutes Spiel allen, auch meinem Teamkamerad. Also, wenn ihr unserer Steam-Gruppe beitreten wollt, macht ruhig. Ihr werdet immer jemanden finden, mit dem ihr spielen könnt. Na, Link ist in der Beschreibung, wie gesagt. Und ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Und wie immer nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Tschüss.